Ja, gut. Abschluss dieser ersten Runde macht dann Shanghai gegen Monaco. Ja, Shanghai hat in der Gruppenphase gut aufgezeigt, hat aber auch drastisch nachlassen dann. Also die ersten zwei Gruppenspiele gut aufgezeigt und dann drastisch ablassen, kann man so sagen. Ja, Monaco hat sich gut gekämpft bis ins Achtelfinale. Genau, da gibt es zwei neue bei Shanghai. Ja, genauso hier auch. Ja, also hier in Gruppe D überraschen derzeit Krakau Tabellenführer. Ja, zwei Neuzugänge, einer spielt, einer sitzt auf der Bank bei den Chinesen. Nur den hat er verzogen. Oh. Nein. Und da ein neuer Valentin-Stocker, der Schweizer. Oh. Weiter. Puh, Bank. Oh, schon. Oh. Jetzt die Frage, schafft es Monaco, sich auch in dieser Gruppe wieder ins Achtelfinale zu schmeißen? Waren ja doch dort dann sehr überraschend. Ich glaube auch für dich. Ja. Oh. Ja, Gelsen, CDB, diese rechte Monaco-Seite, beide ja im Team der Runde gewesen sogar. Ja, Golovin, vielleicht schafft er es auch ins Team der Runde mal. Zeigt hier sehr gut auf. Ronny Lopez. Ah, gut aufgepasst. Puh, Alexan, beste Chance. Oh, der verschätzt sich da. Oh.
Oh mein Gott. Ja, ist ein schönes Hin und Her, aber ausgeglichene Partie. Oh. Boah. Oh. Tempin-bin. Oh. Oh, schön durchgesetzt. Und jetzt ist Monaco wieder dran. Oh. Und oh, schön. Da ich wusste, dass der so kommt. Und den konnte man gar nicht verhindern, weil er so schön gespielt war. Ja, Gelsen. Oh. 4 Assists, aber noch kein Champions League Tor. Dann sieht man eine gute Leistung von ihm. Ja, auch sehr präsent. Oh. Der Jim Beam. Oh. Oh, schon. Aber ich glaube, es gibt diese auffällig. Oh. Ja, Augenhöhe, würde ich sagen. Auf Augenhöhe spielen ja, beide. Augenhöhe, ja. So, kommt ein neuer auch aus FCC und WM bekannt, ein Uruguayaner. So, hier kommt auch ein Bekannter aus FCC, ein Norweger. Der Unersprechliche. So. Ja. Urutavizkaya. Urutavizkaya. 9 Treffer hat er gemacht, FCC und WM Gesamt. Damit Platz 5 der gesamten uruguayanischen Liste. Ah, CDB, jetzt sieht er durch. Oh. King. Na King, norwegisch Platz 3, 21 Treffer erzielt. Oh, der hat sehr gefährlich ausgeschafft. Oh, da geht keiner hin. Oh. Oh, wichtig. Nein, Gott sei Dank. Den hätte ich flach spielen müssen. Oh, warum bin ich nicht an? Oh.
Ja, Krakow führt diese Tabelle an, weil sie die einzigen sind bislang mit Sieg. Waren zwei Spiele unentschieden. Oh, oh nein! Riesenglück! Oh. Was? Was? So, glaube ich, draußen. Das hat er dem Herrn am Punkt gezeigt. Ja? Oh, shit. Ja, am Punkt gezeigt. War meiner Meinung nach draußen. Okay. Bah. Ganz knapp. Ah. Yes. Nicht mehr verziehen können. Falk. Ja, wieder hier ein Lucky Punch. Ein Lucky Punch. Lucky Punch. Ja, du bist doch keine Lucky Punch. Siehst du, ich hab mich schon anpasst. Oh. Oh, der fährt daneben. Oh nein! Oh. Scheiße! Gelsen, das wäre ein geiles Tor gewesen jetzt. Oh. Oh ja? CDB, stark wieder. Ah, oh, schade. Aber nicht mehr. Na. So, der nächste neue, der letzte neue eigentlich kommt. Vielleicht eine Überraschung, dass er zu diesem Verein kommt, für manche. Oh, Usbek. Oh. Joi. Okay. Nein. 10 Minuten noch. Following geht's. Nein! Das gibt's oh. nicht! Das gibt's nicht, Eriksen! Den habe ich schon drinnen gesehen. Das war jetzt gut vom Verteidiger hier, dass er den noch ein bisschen angespitzelt hat. Damit kommt Eriksen nicht so richtig zum Schuss und... Oh! Machst du Spaß, King! Will ihn mit der Brust runternehmen. Ich glaube, den hat er mit dem Kopf geschossen. Oh, Kopf? Ja. Oh.
Ja, wird es hier eines der seltenen 0 zu 0s? Oh. Danke, super Sitch. Das war wieder sehr schön gespielt. Ja. Ja. Schönes Spiel. Puh. Geht in Ordnung, die Punkteteilung. In dieser Gruppe ist ein Punkt besser als keiner. Na gut. Wie es weitergeht, seht ihr dann gleich.